Herzlich willkommen beim Deutschkurs B1.2. Nächster Buchstabe. T, 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 T. Die Katze säubert tagtäglich die Tatze mit der Zunge. Genau. Und jetzt lies mal ganz langsam und versuch tatsächlich das zu sagen. Hör mal zu. Die Katze säubert tagtäglich die Tatze mit der Zunge. Die Katze. Moment, nicht Katze. Die Katze. Die Katze. 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 Ja, die Katze. Die Katze säubert tagtäglich die Tatze mit der Zunge. Genau, Tatze. 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 Mhm. Die Sache ist die, es sind zwei verschiedene Buchstaben und diese beiden Buchstaben, die werden oft beim Lesen ganz schnell gelesen und dann wird einfach ein Z draus. Das wäre aber falsch, weil es ist nicht die Katze, also die Katze, sondern es ist die Katze. Katze. Und da ist das T drinnen und dann kommt das Z. Okay. Und genau dasselbe ist bei der Tatze und vielleicht hörst du das. Da ist ein kleines, nach dem A ist eine kurze Pause. Das ist wegen dem TZ. Genau. Aber wenn man es schön spricht, würde man sagen, die Katze säubert tagtäglich die Tatze mit der Zunge. Das ist nicht einfach, wenn man es ganz, ganz sauber spricht. Aber wenn du kurz vorher diese Pause hast bei dem TZ, dann ist es korrekt gesprochen. Möchtest du es nochmal wiederholen? Ja, die Katze. Katze säubert tagtäglich die Tatze mit der Zunge. Ja, wunderschön, wunderschön. Nur beim tagtäglich, bitte denk daran. Tagtäglich. Da tagtäglich. Super, sehr, sehr gut, super. Nächstes. Ü. Ü. Nein, U, U. U, U. Das Ü ist darunter. Ja. U. U, U. Und genaues Lesen führt zu Unverständlichkeiten. Moment, da steht was anderes. Hier steht ungenaues Lesen. Unverständlich. Führt. Führt. Das ist ein Ü. Führt. Führt zur Unverständlichkeit. Ungenaues Lesen führt zu Unverständlichkeit. Zur steht da. Nicht zu. Zur. Genau. Ungenaues Lesen führt zur Unverständlichkeit. Ja, genau. Du musst nur bei dem Lich aufpassen, dass kein Lisch draus wird. Okay. Okay. Sag nochmal das letzte Wort. Unverständlichkeit. Unverständlichkeit. Ja. Unverständlichkeit. Sag mal das Wort Licht. 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 Genau, Unverständlichkeit. Unverständlichkeit. Ja, genau, so stimmt das. Was haben wir jetzt von den Buchstaben? Oder wie kann der noch gesprochen werden? So. Also, du hast gesagt f. Ja. Aber dieser Buchstabe kann auch noch anders gesprochen werden. Lies mal den Satz, du wirst gleich wissen, was ich meine. So. Lies mal den Satz. Vater Heinrich kauft seiner Frau eine neue Vase. 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 Genau. Vater Heinrich kauft seiner Frau eine neue Vase. Vase. Eine Vase ist ein Gefäß, wo man Blumen hineinstellen kann, die vorher abgeschnitten wurden. Weil da ist oft Wasser drinnen und dann kann man das hineinstellen. Und das Schöne daran ist, dass die Blumen länger frisch bleiben. Und dazu braucht man eine Vase. Vase. Also es gibt auch Wörter mit V, wie Viktor, die wir als W sprechen.
Jawohl. So, jetzt haben wir welchen Buchstaben? V. Was? Also, W, ja. V. Wie heißt der auf Deutsch? Auf Deutsch V. Und? Nein, V hatten wir gerade eben. Also das war dieses, ja, V wie Viktor. V. Man sagt ja auch V wie Viktor. Das ist ganz komisch. Wie. Also V wie Vater oder V wie Vase wäre vielleicht wie besser. Wie? Aber jetzt, was kommt als nächstes? Wie. Wie? W. W. Also wir nennen die Buchstaben im Alphabet ja W. W, ja. W, w, genau. Aber jetzt ohne dem E. W. 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 Genau. W. W. Warum? Wenn du dir nicht sicher bist, wie man den Buchstaben spricht, denk an das Wort warum und sag's einfach ohne dem A rum. W. W. Genau. Warum? W. Warum wollen die Welten wild sein? Bitte nochmal, da war ein Fehler. Warum wollen die Wilden wild sein? Genau, warum wollen die Wilden wild sein? Ja, dann wir können sie dann mal fragen. Wir können sie mal fragen. Ja. Ja, genau. Warum wollen die Wilden wild sein? Der nächste Buchstabe. X. X. Genau. Max spielt lieber Xylophon, als mit der Axt Bäume zu fällen. Ja, lies bitte den Satz nochmal schöner, weil da stimmt schon, was du gesagt hast, aber weißt du, da gibt es ein Komma, da muss die Stimme hoch und am Punkt muss die Stimme wieder Max runter. Max spielt lieber Xylophon als mit Nein. der... Nein, du bist mit der Stimme Xylophon. Jetzt runtergegangen, das ist kein Punkt. Max spielt lieber Xylophon als mit der Axt Bäume zu fällen. Genau, Max spielt lieber Xylophon als mit der Axt Bäume zu fällen. Max spielt lieber Xylophon, als mit der Axt Bäume zu fällen. Wunderschön. Nächster Buchstabe. Y. Ja, genau, das ist ein Y. Aber wie spricht man diesen Buchstaben? Y. Y. Manches Mal. Wenn du das Yak zum Beispiel hast, das ist ja ein Tier, dann schreibt man das mit Y und es wird mit ausgesprochen. Ja. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Denk an das Xylophon. Ü. Da hast du wie ein Ü. Bei Xylophon wird es wie ein Ü ausgesprochen. Ja. Und was ist mit Baby? E. I. I. Als I. I. Ja, genau. I. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Buchstaben aussprechen kann. Jetzt lies mal den Satz und schau mal, was hier genau steht. Babykleidung bezahlt man im chinesischen System mit den chinesischen. Chinesischen System. Ich hätte auch hier schreiben können, in China. Aber ich wollte einfach nur das Wort System auch verwenden. System, damit du siehst, man kann es mit Ü sprechen. Also das heißt kann. Man hat es oft, am Ende ist es oft ein I. Wenn es irgendwo drinnen ist, ist es oft ein Ü. Und wenn es irgendwo am Anfang ist, ist es oft ein J. Aber ich kann dir jetzt keine genaue Regel sagen. Deshalb müsstest du überlegen, woher das Wort kommt. Kommt, ich habe so die Vermutung, dass wenn dieses Wort aus der englischen Sprache kommt, dann ist es eher wie ein I, wie beim Baby. I, ja. Ja. Wenn es aus der griechischen Sprache kommt, ist es oft ein Ü. Das ist so mein Gefühl. Ich kann dir aber jetzt keine Regel sagen. Da könnten wir dann später recherchieren, wenn dich die Regel interessiert. Aber versuch bitte den Satz nochmal zu sagen. Babykleidung bezahlt man im chinesischen System mit Yen. Das heißt chinesisch. Also chinesischen System mit Yen. Genau. Das chinesische System gibt es in China. In China gibt es das chinesische System und dort bezahlt man mit Yen. Yen. Ja, genau. Dann. Z. Die Zitrone ist sehr sauer, deshalb wird oft gezuckert. Jawohl, genau. Wieso hast du gezuckert gesagt und nicht gezuckert? Weil, also gezuckert. Weil
gezückert. Gezückert, also ja, ja, ich weiß, was du meinst. Du sagst, hier ist ein CK und deshalb muss ich Zucker sagen, nicht Zucker. Ja. Genau, das ist gezuckert, die Antwort. Ja. Also, die Zitrone ist sehr sauer, deshalb wird oft gezuckert. Mhm. Nächster Buchstabe. Ü? Na. Ja, Das erinnert an ein A und deshalb ist das ein Ja. Auch die Äste wurden von der Räubern abgebrochen. Es ist jetzt ein Irrtum passiert. In deinem Kopf ist ein falscher Fall gespeichert. Auch die Äste wurden von den Räubern abgebrochen. Ganz genau. Auch die Äste wurden von den Räubern abgebrochen. Mhm. Wie heißt denn der nächste Buchstabe? U. Nein, das ist kein Ü. Das Ü ist darunter. Ja, das ist O. Aber. Es ist wie ein O, aber. Ü. 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 Ö. Ö. Ja, jetzt hast du es. Ö. Ö. Genau. Das ist ein Ö. Ö. Und wie lautet der Beispielsatz? Zu Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Bitte lies es nochmal. Zu Ostern. Moment, nicht Ostern. Wir sind nicht im hohen Norden. Zu Ostern. Ostern. Zu Ostern. Nicht Ö. O. Zu Ostern. Ostern. Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Jetzt möchte ich gerne, dass du das Wort traditionell nochmal genau anschaust. Traditionell. Also das, aber man liest traditionell. Nein, man liest traditionell. Traditionell. Genau. Das Tion wird als Zion gelesen. Mhm. Traditionell. Traditionell. Genau. Die Eier versteckt. Zu Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Zu Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Bitte nochmal. Zu Ostern. Lies mal Buchstabe für Buchstabe. Zu. Geh mal. Zu. 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 O. Zu. Ost. Zu Ost. Beginn mal so. Zu O, zu Ost, zu Oster, zu Ostern werden, zu Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Zu Ostern. Zu Ostern. Ja, jetzt ist es schön. Zu Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Zu Ostern werden in Österreich traditionell die Eier versteckt. Wunderschön. Nächster Buchstabe. Ü. Ja, jetzt passt. Ü. Übermorgen gibt es Schulze mit überwältigender Marinade. Ja, übermorgen gibt es Sülze mit überwältigender Marmelade. Das ist ein Ä. Lies nochmal. Übermorgen gibt es Sülze mit überwältigender Marinade. Marinade, genau. Ich habe, glaube ich, jetzt Marmelade gesagt, oder? Das wäre falsch. Also hier steht, übermorgen gibt es Sülze mit überwältigender Marinade. Ja, wenn etwas überwältigend ist, dann kommt das eigentlich von dem Wort Gewalt. Das kommt nicht von dem Wort Welt. Das kommt von dem Gewalt. Wort Gewalt. Mhm. Man ist so überwältigt, also es ist so auf einen hereingeprasselt sozusagen, dass es ganz toll war. Ja. Ja, also das ist einfach überwältigend. Mhm. Und dann haben wir noch einen ganz interessanten Buchstaben. Schaffes es. Ja, so heißt der Buchstabe. In Deutschland sagt man noch SZ. Ja, es ist auf jeden Fall länger gesprochen als das S. Genau. Ja.
mit, also. Ja, jetzt, ja, das passt schon, das passt schon. Sprich bitte mal den Satz. Mit voller Furcht schoss sie die Gewürze in die Süße. Soße. Soße. Genau, das O wird lang gesprochen, Soße. Weil dann kommt ein scharfes Soße. S. Mit voller Furcht schuss sie die Gewürze in die Soße. Soße, genau. Soße. Mit voller Wucht schoss sie die Gewürze in die Soße. Mit voller Wucht. Voller. Mit voller Wucht schuss sie die Schoss sie die Gewürze in die Soße. Soße, genau. Soße. Du weißt ja, was eine Soße ist? Ja, Soße. Genau. Und du weißt auch, was Schoss bedeutet? Schoss, wenn schieße, oder? Ja, das ist hier im Sinne von Schossen. Genau. Schuss, ja. Genau. Ja, eigentlich kommt es ja von dem Wort Schießen, aber damit ist gemeint, es wird in die Soße gefeuert. Mhm. Also mit voller Wucht in die Soße geworfen, könnte man auch sagen. Mhm. Aber ich habe jetzt mich für das Wort Schoss entschlossen, weil ich einfach ein Wort haben wollte, bei dem es das Doppel-S gibt. Und da hört man den Unterschied zwischen Schoss und Soße. Ja. Schoss, das Schoss O ist mit kurz. Doppel-S. Ja, beim Schoss ist das O kurz und das S scharf. Ja, scharf ist es. Ja, obwohl es ein Doppel-S ist, aber es ist scharf, knapp. Ja. Ja. Stimmlos, also nicht z oder so. In der englischen Sprache gibt es zum Beispiel sehr viele z, das haben wir nicht. Mhm. Wir haben ein stimmloses S, Schoss, und das O wird kurz. Und bei Soße wird das O lang und das S etwas hinausgezögert. Ja. Bitte den Satz noch ein letztes Mal. Mit voller Wucht schoss sie die Gewürze in die Soße. Soße, genau. Soße. Jawohl. So, und jetzt haben wir noch ein paar einzelne Worte. Ich werde mich dazu aus dem Bild nehmen, damit ich euch den Computer ein bisschen besser zeigen kann. Allerdings kann die Regie mal kurz drücken, mich aus dem Bild rausdrücken. Weil bei mir hängt es gerade ein bisschen. Okay, na, dann macht nichts. Ich bin jetzt wieder da. Moment. Ich schalte mich selber aus dem Bild. So. Dann, Moment. Wo muss ich denn da jetzt drücken? Hier. So, jetzt dann. Okay. Also, wir haben jetzt hier noch ein paar einzelne Worte. Ahmad, ich möchte gerne bitten, dass du mal mit den Wörtern zu lesen beginnst. Da sind jetzt viele Wörter dabei, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Aber es geht jetzt mal darum, dass es geübt werden soll. Adäquat. Ja. Agentur. Aggressiv. Ja. Akquise. 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 Genau, bei der Akquise hast du, im Arabischen gibt es das auch, da gibt es viele Worte, wo du ein A hast, dann ein bisschen leer und dann geht es weiter. Genau. Und hier bei Akquise ist es auch so, das heißt dann A, kurze Pause und dann Quise. Akquise. Attrappe. 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 Genau. Aufrechter halten. Genauer lesen. Aufrechter halten. Du hast ja folgende Silben. Auf, recht, er, halten. Aufrechter halten. Aufrecht, erhalten. Aufrecht, erhalten. Genau. Das ganze Wort, sagt man so. Aufrecht erhalten. Aufrecht erhalten. Genau. Billard. Moment, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Sprache Billard kommt, aber ich denke aus der französischen Sprache wieder einmal. Wenn du ein Doppel-L hast und es ist ein französisches... Billard. Moment, und es ist ein französisches Fremdwort, dann hast du bei einem Doppel-L ein L. Also Billard. Billard.
Genau, Billard. Brezel. Ja, jetzt kommt wieder so ein französisches. Brillant. 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 Genau. Oh, das ist jetzt gemein. Grand Steamer. Moment. Chrysantheme. Chrysantheme. Also Chrysantheme. Genau. Dem entsprechend. Ja, wunderschön. Also dem entsprechend, genau. Diskriminieren. Ja. Ergebnis. Explizit. Magst du das E ein bisschen heller sprechen? Nicht Ergebnis. E. Ja. Ergebnis. Genau. Explizit. Moment. Explizit. Explizit, genau. Explizit. Das ist ein Wort, das kommt aus der lateinischen Sprache. Explizit. Explizit, genau. Explizit. Flachbettscanner. Ja. Furnier. Moment, das ist kein O. Furnier. 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 Genau. Fußball. Moment kurz, bei Furnier, da ist es dir aufgefallen, da ist das I lang. Auch mit dem E, Furnier. Lang. Da geht das Furnier. I, da geht ja. Das I, E in das R. Mhm. Da ist es nicht wirklich ein langes I. Es wird zwar nicht extra gesprochen, Furnier. Man sagt nicht Furnier, das sagt man nicht, aber Furnier. 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 Ja, genau, sehr schön. Fußball. Ja. Gebären. Ja. Gratwanderung. Ja. Christkrimik. Ja. Hanebüchen. Genau, du musst nur im CH achten. Mhm. Hanebüchen. 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 Genau, hoffentlich. Hanebüchen. Hanebüchen. Genau, das ist viel besser. Hoffentlich. Hoffentlich. In Busschraube. In Busschraube. In Busschraube. Insgesamt. Ja. Interessant. Wie nochmal? Interessant. 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 Jacket. Jacket. Jacket oder Jacket. Oder ja. Jacket, ja. Joghurt. Mhm. Kannibale. Kannibale. Ja. Katastrophe. Katastrophal. Ja. Konkurrenz. Ja. Koryphäe. Koryphäe. Ja, das sagt man Koryphäe. Koryphäe. Das E hinten lässt man fast weg. Koryphäe. Koryphäe. Mhm. List. Nein. Lässt. Ja, exakt. Lieben. Nein. Lieben. Nochmal. Leben. Lieben. Lieben. Es geht um ein Land. Libyen. Libyen. Genau, Libyen. Ja, Libyen. Genau. Libyen. Laptop. Ja. Mobiliar. Mobiliar. Das ist ähnlich wie das auch für so ein französisches Wort. Mobiliar. Da kommt ein L und ein J, das gar nicht da ist. Mobiliar. Morgendlich. Ja. Mandarina. Malen. Mandarina. Mandarine, genau. Ja. Malen. Malen. Moment. Das eine ist malen. Malen und das andere ist malen. Malen, ja. Der Unterschied ist nur ganz, ganz klein. Denn aha. Das eine bedeutet etwas kleiner machen, sozusagen. Mhm. Also man hat seine Mühle und die, dann der wird gemahlen. Ja. Ja. Und das andere ist mit einem Pinsel. Mhm. Ja. Nämlich nichts. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Genau, nichtsdestotrotz. 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 Du kennst bestimmt, je mehr, desto weniger. Nichtsdestotrotz. Genau, so schreibt man dieses Wort. Nichtsdestotrotz. Genau. Obsolet. 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 Online, original, prophylaktisch, ja. Persönlich, ja. Moment, nicht persönlich, ja, persönlich, persönlich, pixen, ja,
parallel Pubertät. Ja. Quarzur. Moment, was ist eine Quarzur? Das sind, Moment, welche Wörter kannst du da sehen? Quarzur. Ein Wort. Oder welche Wörter kannst du in diesem Wort sehen? Quarzur. Quarzur. Welches Wort kannst du da drinnen sehen? Also zwei Worte. Quarzur. Quarzur. Ich kann die Wörter Uhr sehen. Uhr. Also die man zum Beispiel auf das Handgelenk tun kann oder die man am Handy hat. Da gibt es auch eine Uhr. Cool. Ja. Und dann kann ich das Wort Quarz sehen. Also ist die richtige Aussprache Quarz, Uhr. Quarzuhr. Also ja, das ist für, ja, genau, das ist eine Uhr. Ich habe gedacht, auf zur. Basis von Quarz. Zur, ja. Genau. Quarzuhr. Genau. Rau, Reintier. Reintier? Rein, ja, diese. Ist ein ja. EI. Reintier. Das ist. Oder ist ein Rentier? Also lange I. Ja, schon, aber es geht nicht um das lange I. Na, das ist Rentier. Ja, genau, das Rentier. Ja. Straße. Na, Resume. Resümee. 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 Ressources. Ressource. 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 Revanchieren. 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 Das wird ein französisches Wort, das wir in der deutschen Sprache verwenden. Revanchieren. Revanchieren. Genau. Rhetorik. Nein, das wird Rhetorik. Rhetorik. Ja. Reparatur. Ja. Seite. Ja. Seite. Ja, genau. Seite und Seite. Seite, das ist kein Seite. Großer Unterschied. Mhm. Aber das eine, also das erste von den beiden, hat man auf der Gitarre. Mhm. Und dann kann man Seite, ja. Gitarre spielen. Die Gitarrenseite, die ist mit AI. Seite. Und die Seite mit EI ist zum Beispiel sowas, was du jetzt gerade in der Hand hältst. Ja, Seite. Genau. Zeit. Zeit. Nein, nicht Zeit. 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 Genau, Zeit. Weil du hast ein EI. Zeit und. Zeit und Zeit. Zeit. Und Zeit, ja. Genau, Zeit und Zeit. Zeit und Zeit. Seriosität. Wie heißt das Wort? Seriosität. Nein, nein, du hast schon richtig begonnen. Seriosität. 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 Genau. Wenn jemand seriös ist, also seriös, Seriosität. Dann zeugt er von Seriosität. 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 Du musst das Wort noch ein paar Mal lesen, aber nicht jetzt. Ja. Nächstes Wort. Skurril. 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 Genau. Stegreif. Ja. Stegreif. Ja. Symmetrie. 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 Ja. Straße. Tiger. Tipp. Triumph. 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 Können wir noch mal kurz zu dem Tipp zurück? Wenn es kein Tipp wäre, weil wir Doppel-P haben, sondern nur mit einem P, dann Tip. Würde man nicht Tipp sagen, sondern Tip. 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 Weil wir haben ein hartes T. Tip. Es gibt ja das weiche D und es ist das harte und das harte T. Und Tip. Wenn man hier Tipp nicht mit Doppel-P schreibt, dann würde das I länger werden. Dann würde es Tip heißen, Tip. Aber das wäre ja falsch. Deshalb schreiben wir es ja mit Doppel-P. Ja. Und Tip. Der Triumph. Triumph. Genau. Triumphieren. Ja. Verbünd. 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 Vielleicht. Verzeichnis. Moment, du kommst schon wieder ins. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.
Ja. Vielleicht. Sag mal. Atme einfach aus. Vielleicht. Lächeln. Sagen. Ja, nicht. Vielleicht. Achtung machen, lachen. Achtung machen, lachen. Ja, siehst du, das funktioniert ja. Und jetzt sag bitte nochmal vielleicht. Vielleicht. Ja, super. Vielleicht. Verzeichnis. Vielleicht. 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 Verzeichnis. Verzeichnis. Ja. Währenddessen. Ja. Weiß. Widerspruch. Ja. Wieder. Wiederum. Wiederum, genau. Wiederum. Willkommen. Weismachen. Zart. Beseitet. Ja. Ziemlich. Zuwider. Zu viel. Ja, super. Hast du noch Fragen zu diesem Zettel? Nein. Nein, du hast keine Fragen zu diesem Zettel. Wie ist es dir gegangen mit diesem Zettel? Gut. Gut. Denkst du, dass du jetzt besser weißt, wie man bestimmte Dinge, aussprechen kann? Ja. Okay. Ich möchte Folgendes, dass du machst. Ich möchte, dass du diesen Zettel mit nach Hause nimmst. Mhm. Und ich möchte gerne, dass du ihn noch ein paar Mal liest. Aber bitte lies ihn wirklich. Mhm, ja. Ich möchte auch, dass du jedes Wort verstehst. Mhm. Ja, auf diesem Zettel. Zum Beispiel, ich weiß, jetzt ging es nicht ums Verstehen. Ja. Jetzt ging es einfach mal ums Lesen und ob das von der Technik her richtig gesagt wird. Ja? Mhm. Du machst es sehr gut. Ja. Heute besser als noch gestern. Mhm. Das finde ich sehr, sehr toll. Mhm. Ich möchte gern, wie gesagt, dass du das durchliest nochmal. Mhm. Bestimmt dreimal. Ja. Und dass du, nachdem du das dreimal gelesen hast, nochmal nachschaust, welche Wörter weiß ich noch nicht. Mhm. Ich möchte, dass du sie markierst und dass du für dich selber abklärst, was bedeuten diese Worte. Mhm. Ja. Du weißt ja, du kannst googeln, du kannst mich fragen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Du kannst mir auch in der WhatsApp-Gruppe schreiben, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Da könnt auch ihr mit hinein, schaut auf Facebook nach, da könnt ihr uns finden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch über WhatsApp schreiben. Aber für dich gilt das auch. Mhm. Wenn du eine Frage hast, bitte schreib mir. Mhm. Ja. Und dann können wir das nochmal anschauen. Wir haben heute die Technologie. Du kannst bei WhatsApp auf den Aufnahmeknopf drücken und sagen, spricht man das so, was weiß ich, Sabine. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, genau. Wenn du dir unsicher bist, frag mich einfach. Okay. Du kannst auch nachfragen, was bedeutet das Wort Chemie. Es kann natürlich sein, dass ich dann sage, lass mich das für dich googeln und du bekommst einen Link zurück. Chemie, ja. Ja. Mhm. Weil vieles kann man ja googeln. Mhm, ja. Aber es gibt manche Worte, die sind im Kontext leichter erklärt und deshalb fragst du einfach am besten danach. Ja. Ja, das war das erste Mal, dass wir einen Förderkurs fürs Lesen gemacht haben. Falls ihr Schwierigkeiten habt mit dem Deutschlernen für B1 oder auch für B2 oder welches Niveau auch immer, schreibt uns in die Kommentare hinein. Vielleicht können wir euch helfen. Vielleicht lassen wir uns ein paar Arbeitsblätter einfallen und vielleicht könnt ihr dann bald schon auch bei uns via Videochat teilnehmen und dann machen wir das einfach über Videochat. Wir haben das schon mal ausprobiert, also das macht ganz großen Spaß, aber wir haben es noch nicht gesendet. Ja, Ahmad, hast du noch Fragen? Nein, keine. Okay, ja, dann sage ich, wünschen wir euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Willkommen beim Deutschkurs B1.2.